Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst in der Johanneskirche in Gütersloh. Der heutige Sonntag heißt Trinitatis, Dreieinigkeit. Und seit über 40 Jahren feiern wir an diesem Gottesdienst in den Kirchenkreisen Kiewa und Morongo in Tansania und im Kirchenkreis Gütersloh unseren Partnerschaftssonntag. Denn so lange besteht die Partnerschaft zwischen diesen Kirchenkreisen schon. Wir feiern hier in Gütersloh und in den Gemeinden von Kiewa und Morongo mit ähnlichen Gedanken, Texten und Gebeten. In diesem Jahr feiern wir Corona-bedingt leider nur online. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle schon bei Gesa Grützmacher und Barbara Kammertöns, die uns musikalisch begleiten, und bei Heike Weber vom Tansania-Arbeitskreis und bei Tupo Kikwe aus Tansania, den beiden Lektorinnen, für diesen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. He created the earth with the diversity of life on it. Wir feiern im Namen Jesu. He showed us how we should live according to God's will. Wir feiern im Namen des Heiligen Geistes. He connected us Christians on the earth. Amen. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe? Der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Amen. Wir beten. Großer Gott, zu Beginn dieses Gottesdienstes wollen wir dir danken. Wir danken dir dafür, dass wir nicht allein Christen sein müssen. In unserer Kirchengemeinde sind wir miteinander verbunden. Und weltweit sind wir über alle Landes- und Kirchengrenzen hinweg in der Ökumene verbunden. Auch dafür danken wir dir ganz besonders am Partnerschaftssonntag. Hilf uns gemeinsam, unseren Glauben zu leben und diese Erde zu gestalten. Und hilf uns neugierig, aufeinander zu sein, um voneinander zu hören und zu lernen. Amen. Aus 4. Mose 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde, Leben unter dem Segen Gottes, das ist das Thema, um das es heute gehen soll. Leben unter dem Segen Gottes, was kann das im Jahre 2021 bedeuten? Bedeuten für Christinnen und Christen in Kiawa und Morongo und in Gütersloh. Leben unter dem Segen Gottes, das heißt als erstes einmal, dass ich meinen Blick von mir selbst weg auf Gott hinlenke, dass ich ihn abwende von all dem, was mich ablenken will, was mich gefangen nehmen will, dass ich einen Moment auch meinen Alltag mit seinen Freuden und Sorgen vergesse, um mich Gott und seinem Tun zuzuwenden. Wenn ich meinen Blick so auf Gott wende, ist dies alles andere als eine fromme Weltflucht. Es ist vielmehr die Hinwendung zur Realität des Lebens. Dazu gehört, dass ich nicht diese Welt geschaffen habe, auch nicht wir Menschen als Ganzes. Wir halten sie auch nicht in unseren Händen, sondern das ist unser Gott, der Schöpfer allen Lebens ist, der hinter allem steht. Wenn das so ist, dann kann Leben nur gelingen, wenn wir uns ihm zuwenden und wenn wir ihn in den Blick bekommen. Dabei hören wir als erstes, Gott segne dich. Das heißt doch, Gott wendet sich uns, seinen Geschöpfen, zu. Das Ja, das er in dem Moment gesprochen hat, als er unser Leben in seiner Einmaligkeit entstehen ließ, spricht er in jedem Segen immer wieder neu zu uns. Als zweites hören wir, Gott behüte dich. Ja, der Gott, der uns geschaffen hat, der hat ein Interesse an uns und er überlässt uns nicht uns selbst. Er behütet uns. Er hält also seine Hand über uns. Das bewahrt jetzt nicht vor Unfall oder Krankheit oder Leid. Aber auch darin darf ich Gottes Nähe, Gottes Hand über mir spüren. Und wenn ich es einmal nicht tue, dann darf ich Gott an seinen Segen, an sein Versprechen erinnern. Dann geht dieser Segensspruch weiter. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Wenn wir auf Gott schauen, dann blicken wir gleichzeitig auf das Licht der Welt, wie Jesus sich selbst einmal bezeichnet hat. Seine Worte und seine Taten wollen wie ein Licht vor uns hergehen, damit wir einen guten Weg finden und im Leben nicht in Stolpern geraten. Und wenn wir es doch einmal tun, dann haben wir einen Gott, der ist uns gnädig. Er legt uns nicht auf unsere Fehler und unsere Grenzen fest. Und als letztes hören wir, Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ja, mit Gott, der sich uns zuwendet, finden wir die Mitte unseres Lebens, finden wir den Frieden, nach dem sich jeder Mensch in seinem Herzen ganz, ganz tief sehnt. So lässt uns der Segen, der uns immer wieder neu zugesprochen wird, ein, uns mit unserem Blick, unserem Herzen und unseren Gedanken Gott zuzuwenden. Dem Gott, der sich im Segen uns zuwendet. Das ist aber nur das eine. Denn nach dem Blick auf Gott und seinen Segen können wir unseren Blick in neuer Weise auch wieder auf die Welt und auf unser eigenes Leben lenken. Das ist das Zweite. Der Segen hat unseren Blick dann verändert. Wir blicken nun gleichsam mit den Augen Gottes auf unser Leben und auf die Menschen neben uns. Was entdecken wir dann? Ganz Unterschiedliches. In Kiawa und Morongo entdecken wir Gemeinden, die wachsen, Kirchen, die neu gebaut werden. Dafür können wir Gott nur danken. In Gütersloh dagegen nimmt die Zahl der Gläubigen ab und auch die Zahl der Kirchen, die wir mal hatten. Das ist bedauerlich, aber auch eine Herausforderung. Waren jahrhundertelang die Länder Afrikas und Asiens für uns sogenannte Missionsgebiete, so ist Mission heute hier für uns ein wichtiges Thema, dem wir uns stellen müssen. Wir sehen aber auch ganz viel Leid auf dieser Erde, viel Unrecht, viel Unfriede. Und alles
geht von Menschen aus. Viel Gier sehen wir, Menschen, die nur ihren eigenen Profit im Blick haben. Aber wir sehen auch gerade in der Zeit der Pandemie viel Solidarität zwischen den Menschen. Ja, wer unter dem Segen Gottes lebt und sich mit den Augen Gottes auf diese Welt, auf dieser Welt umschaut, der entdeckt beides. Geschehnisse, die dankbar werden lassen und welche, die eher traurig stimmen. In unserer Partnerschaft wollen wir beides miteinander teilen. Wir wollen einander unterstützen, wo wir es können. Wir wollen füreinander beten und wir wollen uns in unserem gemeinsamen Glauben an Gott gegenseitig stärken. Dann heißt Leben unter dem Segen Gottes als drittes auch, dass wir nicht nur als Christinnen und Christen füreinander da sind und uns verbunden wissen, sondern es heißt auch, sich gegenseitig und gemeinsam auf dieser Welt einzumischen und auf den Weg zu machen. Und auch da ist es gut, wenn wir es als Christinnen und Christen aus Afrika und Europa gemeinsam tun. Denn die Probleme dieser Welt betreffen uns ja auch gemeinsam. I think about coffee. Most of people in Kiera and Mlongo live on their own fields. Coffee is the only product they can sell, but price of green coffee are low in Tanzania. Only if you can buy transfer coffee in German will our families have a fair income that helps them a lot. Und ich denke an die Lieferketten. Zum Beispiel in der Textilindustrie. Jetzt gibt es in Deutschland eine Gesetzesinitiative, die die deutschen Firmen verpflichtet, für verantwortbare Produktionsbedingungen bei allen Schritten der Fertigung zu sorgen. Das sind hier zwei Beispiele, wo es sich lohnt, gemeinsam sich einzumischen und sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Und wir können das, weil wir unter dem Segen Gottes stehen. Der Blick auf Gott verändert so unseren Blick auf unser Leben und die Welt. Er lässt uns dankbar werden für alles, was ist. Und er lässt uns handeln und einmischen, wo immer es nötig ist, damit das Leben hier auf dieser Erde mehr dem entspricht, wie Gott es sich bei der Schöpfung gedacht hat. Damit das gelingt, brauchen wir Partnerinnen und Partner in den unterschiedlichsten Kontinenten dieser Erde. Und es braucht unseren gemeinsamen Blick auf Gott und auf sein Tun, damit wir diese Erde anschließend mit den Augen Gottes ansehen und gestalten können. Dazu segne und behüte uns Gott. Dazu lasse er sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Dazu erhebe er sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Eine Brücke der Verständigung ist auch die Musik. Deshalb ist es schön, dass in unserem Gesangbuch eine Melodie aus Tansania zu finden ist. Es ist ein Osterlied. Es gibt aber auch noch einen zweiten Text dazu. Das ist unser Partnerschaftslied. Wir hören jetzt eine kurze Intonation. Anschließend werde ich zwei Verse vorlesen und dann hören wir noch einmal die Melodie. Reicht euch die Hände, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Wir sind verschieden und doch auch gleich. Wir sind Geschwister in Gottes Reich. Das Fundament der Partnerschaft ist, heute und auch morgen, stets Jesus Christ. Er ist der Grundstein, auf den wir bauen. Ihm wollen wir gemeinsam vertrauen. Lasst uns Lob singen vor unserem Herrn. Wir sind einander nun gar nicht mehr fern. Glaube verbindet, Halleluja. Trennung verschwindet, Halleluja. Thank you.
Lassen Sie uns Fürbitte halten. Großer Gott, am heutigen Tag erbitten wir deinen göttlichen Segen. Wir bitten dich, segne uns so, dass wir Freude am Leben haben, uns am Dasein und an deiner wunderbaren Schöpfung erfreuen. Give us a joy for life that comes from faith, from the belief that you mean well with us. Schwierigkeiten und Nöte bleiben uns im Leben nicht erspart, aber dein Segen kann bewirken, dass wir die Kraft bekommen, die Widrigkeiten des Lebens zu ertragen. Sei mit solch einem Segen bei uns. Bless us so that we can turn to you and see the word and everything that goes with it to eyes of faith. Dann erkennen wir in allen Menschen deine Kinder, mit denen wir geschwisterlich verbunden sind. Hilf uns, fair und gerecht zusammenzuleben. Bless our partnership between Gütersloh, Kera and Mlongo. Help us to learn from one another and to be there for one another. Lass alles Bemühen bei unseren Partnern und bei uns, die Corona-Krise zu bewältigen, erfolgreich sein. Wir haben nicht alles in der Hand. Das hat uns die Corona-Krise gelehrt. Aber wir sind selbst in guten Händen, in deinen Händen. Das lehrt uns der Glaube. Hilf uns allen, darauf stets zu vertrauen. Amen. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.